So unbeschreiblich fröhlich, so heißt dieses Lied, das ich gerade gepfiffen habe. Wissen Sie, im Philipperbrief, im 4. Kapitel, steht der Wochenspruch für die vor uns liegende Woche zum 4. Advent. Freut euch in dem Herrn, alle Wege und abermals, sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Passt das in diese Zeit? Sind Sie so fröhlich? Oder sind Sie eher gedrückt, weil ja alles nicht geht, weil Sie vielleicht Weihnachten ganz anders geplant hatten mit der Familie und jetzt macht dieses Corona Ihnen einen Strich durch die Rechnung? Freut euch in dem Herrn. Und abermals sage ich, freut euch. Paulus rechnet ja gerade mit Weihnachten. Geht es bei ihm tatsächlich gerade auf dieses Fest hin oder was ist bei ihm los? Nein, wir hören im Schluss dieses Verses, worum es geht. Der Herr ist nahe. Nicht immer, wenn uns jemand nahe kommt, ist das ein Grund zur Freude. Manchmal fürchten wir uns dann auch. Ist es bei Gott nicht auch so, dass wir uns eher zu fürchten hätten, wenn er uns nahe kommt? Dann wird er alles sehen, was in unserem Leben los ist. Dann wird er genau hinschauen und wird wissen, wo wir versagt haben. Dann, ja, wenn Gott uns ganz nahe kommt, ist das ein Grund zur Freude? Wir feiern bald das Weihnachtsfest. Und es wird anders wie alle Jahre. Aber ob es tatsächlich schlechter wird, das wird sich zeigen. Der Herr ist nahe. Wenn Sie am Heiligen Abend, weil da keiner da ist, weil die Verwandtschaft vielleicht sich nicht traut oder nicht darf oder es vielleicht auch gesünder ist, sich nicht zu sehen, dann nehmen Sie sich doch die Zeit. Schauen Sie Ihre Weihnachtskrippe einmal in Ruhe an. Lassen Sie diesen Moment auf sich wirken. Zünden Sie eine Kerze dazu an. Und fangen Sie an mit einem ganz einfachen Gebet. Herr Jesus Christus, komm und sei mir ganz nahe. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein, sei ganz nah bei mir. Und dann seien Sie einen Moment still. Lassen Sie diesen Herrn Jesus auf sich wirken. Warten Sie auf seine Antwort. Warten Sie darauf, dass er Ihnen Antwort gibt. Und dann spüren Sie in Ihr Herz hinein, durch die Einsamkeit hindurch, durch vielleicht auch so manche Langeweile hindurch, spüren Sie, wie die Kraft des lebendigen Gottes in Ihnen anfangen kann zu wirken. Und dann fangen Sie an, Weihnachten zu spüren. Der Herr ist nahe. Er ist Ihnen wahrhaftig ganz nahe. Und er will, dass das Freude in Ihnen auslöst, dass Sie erleichtert sind, weil Jesus nicht gekommen ist, um Sie zu verurteilen, um Sie zu verklagen. Wohl, um zu richten, aber er hat die Schuld beglichen. Und deshalb ist es ein Grund zur Freude, wenn dieser Herr bei uns ist. Der Herr ist nahe. Darüber können wir uns freuen und darüber können wir fröhlich, pfeifend durch diesen Alltag gehen, der manchmal so beschwerlich scheint. Warum bin ich so fröhlich, fragt dieses Lied. Ich weiß, warum ich fröhlich bin. Ich weiß, warum ich Freude in meinem Herzen habe, Weihnachtsfreude. Der Herr ist mir nahe. Und so wünsche ich Ihnen eine gesegnete Vorweihnachtszeit. So segne und behüte Sie der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.